Corinne ist ein Teenager mit einem gesunden, glücklichen Leben. So zumindest sieht es nach außen aus. Aber das Mädchen trägt seit seiner Geburt ein Geheimnis mit sich herum, das niemand kennt, außer den Pflegeeltern. Hier im ZDF bei den Kollegen von 37 Grad bricht die junge Frau jetzt ihr Schweigen. Ich bin jetzt an dem Punkt meines Lebens angekommen, vor dem ich mich all die Jahre so gefürchtet habe. Das Schlimme meiner Krankheit ist nicht die Angst davor, dass der Virus in mir ausbrechen könnte und ich sterben würde, sondern vielmehr die Angst davor, alleine zu sein. Als diese Bilder gedreht wurden, steht Corinne ein Jahr vor ihrem Abitur. Bis dahin darf niemand wissen, dass sie HIV-positiv ist, weder Freunde noch Schulkameraden. Corinne führt ein normales Leben, aber immer begleitet sie die Angst, gemieden zu werden, wenn sie erzählen würde, dass sie das Virus in sich trägt, aus dem die Krankheit AIDS entstehen kann. Als wir sie kennenlernen, ist Corinne 9 Jahre alt. Zu der Zeit wohnt sie schon 2 Jahre bei ihrer Pflegefamilie nahe am Chiemsee. Als sie hierher kam, lebte ihre leibliche Mutter noch. Die Mama hat dann entschieden, dass es für die Corinne gut wäre, dass sie hierher kommt. Obwohl ich glaube, dass das für die Mama eine sehr schwere Entscheidung war, weil man ja nicht so ohne weiteres sein Kind hergibt. Aber sie hat es gut mit ihr gemeint. Corinnes Mutter starb an AIDS. Sie hatte ihre kleine Tochter unwissentlich mit dem HIV-Virus angesteckt. Corinne muss, seit sie 2 Jahre alt ist, starke Medikamente nehmen. Das sind jetzt aber nicht alles deine Tabletten. Nee. Du machst. Aber du weißt genau, welche du nehmen musst. Das hast du gelernt, oder? Ja, das habe ich an dem zweiten Lebensjahr. Ich meine, früher haben sie immer das Pulver, die hatten so Pulvertabletten, immer in so einen Schokopudding reingetan. Und dann jetzt mag ich überhaupt keinen. Es schmeckt halt so kreislich, schmeckt, jetzt mag ich überhaupt keinen Pudding mehr. Damals hat Corinne immer noch keine Ahnung, welche Krankheit sie mit den Tabletten in Schach hält. Sie weiß nur, dass sie nicht gesund ist und nicht darüber sprechen soll. Mit 11 Jahren erfährt sie, dass sie HIV-positiv ist und lernt, darüber zu schweigen. Mama hat mir mal erklärt, dass, also, wenn ich jetzt eine gute Freundin habe und ihr das erzähle, dann kann ja auch sein, dass ich mich irgendwann mit ihr zerstreite und dass es dann irgendwie weitersagt und dass dann das Risiko ist, dass ich dann keine Freunde mehr richtig habe. Alle 3 Monate ist Corinne an der Universitätsklinik in München. Hier werden ihre Blutwerte kontrolliert. Dank der starken Medikamente liegt die Viruslast jedes Mal unter der Nachweisgrenze. Es gibt keine Meldepflicht für die Schule bei einer HIV-Infektion. Aber in der Pubertät beschäftigt Corinne das Thema immer mehr. Ja, also wenn ich jetzt einen Freund habe oder sowas und dann zusammenbleiben möchte, muss ich dem ja auch irgendwie dann sagen. Wie soll ich das dem dann sagen oder so? Je älter Corinne wird, desto mehr lastet ihr Geheimnis auf ihr. Ihrer besten Freundin Froni hat sie davon erzählt. In der Schule aber soll die inzwischen 17-Jährige nach wie vor nichts sagen. Ich denke mir manchmal auch so, ja, warum, ist doch scheißegal, mach halt kein Geheimnis mehr drauf. Scheiß aufs Abi. Nein, sagen wir's, nicht klar, drauf. Machen wir es nicht, aber das denke ich mir trotzdem manchmal. Weil du wirst in die Schule nicht mehr gehen können. Und wir brauchen jetzt nicht das letzte Jahr Mobbing. Corinne hat dicht gehalten. Das letzte Schuljahr ist vorbei, die Abiturarbeiten geschafft. Endlich kann die 18-Jährige frei entscheiden, ob und wem sie von ihrer HIV-Infektion erzählen will. Und wie ihre Mitmenschen darauf reagieren, wenn sie von Corinnes Infektion erfahren, das sehen sie heute Abend. Die Doku Niemand darf es wissen, Leben mit HIV. Am heutigen Welt-AIDS-Tag um 22:15 Uhr bei 37 Grad hier im Zweiten.